Ist die Frau nur nett zu dir oder flirtet sie wirklich mit dir? Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach. Und auf meinem Kanal lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis, wann immer du willst, neue Frauen im Alltag ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du mich und meinen Kanal und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gibst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Kommentar für den Algorithmus. Wenn du jetzt rausgehst und anfängst, Frauen anzusprechen oder ganz generell, wenn du mit Frauen zu tun hast, dann bilden sich die Männer oft einfach zu viel ein. Die denken, hey, die redet mit mir, oh mein Gott, eine fremde Frau, die sieht mir nicht mal schlecht aus und die ist nett zu mir. Wahrscheinlich steht die auf mich, wahrscheinlich will die gleich Sex haben, aber ganz so ist es auch nicht. Vor allem, wenn du anfängst, aktiv viele Frauen kennenzulernen, indem du rausgehst, Frauen ansprichst, dann wirst du feststellen, dass viele Frauen sich über dein Kompliment freuen, weil du gehst zu denen hin, du sagst, hey, Entschuldigung, junge Dame, ich wollte dir ein Kompliment machen, du siehst gut aus, hi, ich bin der und der. Und dann wirst du merken, dass viele Frauen sich freuen. Ist ja auch ganz natürlich, weil du gehst ja hin, du gibst ihnen was, du sagst ihnen, die sieht gut aus. Natürlich wird die Frau sich freuen in der Regel. Aber das heißt noch lange nicht, wenn sie sich freut, dass sie auch wirklich was mit dir zu tun haben will. Denn die hat vielleicht einen Freund und die freut sich und will jetzt mit dir reden, einfach um was zurückzugeben aus Dankbarkeit. Oder vielleicht sogar unverbindlich flirten, heißt aber noch nicht, dass da mehr daraus wird. Woran erkennst du denn jetzt, ob die Frau tatsächlich an dir interessiert ist? Hier gibt es drei Sachen, zwei aktive und eine passive Sache. Die passive Sache, die hat schon jeder, denke ich mal, gehört, mehr oder weniger. Ich werde es einfach wiederholen, was einfach wichtig ist, dass du auch das mit in deine Beurteilung aufnimmst, wenn du eine Frau ansprichst und schaust, hey, hat die Interesse oder hat die kein Interesse? Punkt 1, du schaust, ist die Frau dir zugewandt, wenn sie mit dir redet? Wenn du mit ihr redest, wenn du mit ihr versuchst zu flirten, ist sie dir zugewandt oder schaut sie eher so ein bisschen so ihre Füße, wohin schauen ihre Füße eher weg oder ist ein Fuß so in die entgegengesetzte Richtung? Am besten ist, wenn beide Füße in deine Richtung zeigen. Zweiter Punkt ist, sie schaut dich auch aktiv an. Ne? Wenn sie dich nicht, also sie schaut dir in die Augen, wenn sie die ganze Zeit wegschaut, kann es ein Zeichen von Desinteresse sein, kann aber auch Schüchternheit sein. Deswegen, da muss man aufpassen, nur weil sie die ganze Zeit nicht dich anschaut, heißt es nicht, dass sie unbedingt keinen Bock auf dich hat, sondern es kann auch sein, dass sie schüchtern ist. Dann natürlich, dass sie mit dem Rumpf dir zugewandt ist, wenn sie mit dir redet, dass sie eine offene Körpersprache an den Tag legt, dass sie teilweise auch mal ihre Beine überkreuzt. Warum? Weil wenn sie dich mag, wenn sie nicht weggehen will, sie kann ja dann nicht weggehen, wenn ihre Beine überkreuzt sind. Ne? Sie müsste sich dann erstmal ihre Beine wieder entknoten. Ne? Und das ist halt auch ein Punkt, an dem du erkennst, dass die Frau da bleiben möchte offensichtlich, um mit dir zu reden. Und dann noch so klassische Sachen durch die Haare streichen, aber das sollte klar sein. Oder sie spielt sich mal ein bisschen an der Kette herum. Und was auch noch gut ist, dass sie, wenn sie sich mit der Hand am Unterarm festhält, während sie mit dir redet, ist auch ein Zeichen von Unsicherheit, aber gleichzeitig auch von Interesse. Also das sind einfach die Interessenssignale. Da musst du gar nichts aktiv tun. Das siehst du einfach so, wenn du die Körpersprache liest, ob sie eher auf dich steht oder eher desinteressiert ist. Punkt 2, das ist das Investment. Wie sehr investiert die Frau? Wenn du, natürlich solltest du ein bisschen was von dir erzählen, du sollst Fragen stellen, aber auch immer wieder was von dir erzählen. Und wenn du was von dir erzählst, ist jetzt interessant und wichtig, ob die Frau anfängt, nach einer Weile Gegenfragen zu stellen. Die wird es nicht von Anfang an Gegenfragen stellen, außer sie ist sehr offen und sehr locker unterwegs und sehr interessiert. Wenn die aber noch unsicher ist oder noch nicht so überzeugt ist, dann wird sie noch nicht so viele Fragen stellen. Wenn du aber etwas von sie fragst und dann wiederum von dir ein paar Sachen erzählst, beim ersten Mal vielleicht noch nicht, aber beim zweiten Mal oder spätestens beim dritten Mal, sollte sie eine Gegenfrage stellen. Zum Beispiel, wenn du nach ihrem Alter fragst oder ihr Alter schätzt, wird sie und sie fragt dann, und du, wie alt bist du? Oder ah, was machst du beruflich? Dann sagt sie dir das, dann erzählst du was und dann bleibst du mal kurz still, sodass sie die Möglichkeit hat, das Gespräch wieder aufzunehmen. Also du lässt Raum zum Investieren. Wenn du immer nur permanent in eine Tour redest, ist es nicht so gut. Es gibt, hier muss man auch unterscheiden, wenn die Frau gerade von A nach B läuft und gerade weitergehen möchte, musst du sie erstmal zutexten, damit sie stehen bleibt. Wenn sie sich einmal entschieden hat, stehen zu bleiben und sich die Zeit zu nehmen, dann musst du sie nicht in einer Tour zutexten, sondern kannst du dann auch ruhig mal, nachdem du was erzählt hast, eine kleine Pause einlegen. Und diese Pause
kann die Frau nutzen, um sich, eine Frage zu stellen, um ihr Interesse zu signalisieren, um auch in dich zu investieren. Und wenn die in diesen Pausen nie in dich investiert, dann ist das Interesse in der Regel nicht so hoch. Wenn sie aber anfängt zu investieren, ist ein gutes Zeichen. Sie kann natürlich aber auch erst dann investieren, wenn du aufhörst, sie mit Fragen zu durchlöchern, sondern immer wieder den Fokus auf dich lenkst, Dinge von dir erzählst, sodass du interessanter wirst und sie dann auch nachhakt. Also das kannst du dir immer merken. Aber am Anfang, wenn die Frau gerade steht, sitzt, dann ist es entspannt, dann kannst du einfach von Anfang an, musst du sie nicht in einer Tour zutexten, kannst auch schon von Anfang an Pausen machen. Aber wenn die von A nach B hetzt, dann solltest du in einer Tour reden, so lange, bis sie sich entscheidet, von dem Aufbruchsmodus in den Bleibemodus zu switchen, so nenne ich das immer. Und dann kannst du auch mal ein bisschen dich zurücklehnen und schauen, ob was Schritt für Schritt von ihr kommt. Dann, wenn du merkst, da kommt nichts, kannst du jetzt, es kann ja sein, du machst jetzt diese Pausen, du erzählst viel von dir, aber da kommt trotzdem nichts von ihr. Aber komischerweise, ihre Körpersprache ist dir zugewandt, ist interessiert. Du bist jetzt verwirrt und weißt nicht, ist sie interessiert, ist sie einfach nur nett oder was ist das Ding hier? Und in dem Fall kannst du nenne das so einen Hula-Hoop-Reifen, den wirfst du einfach hin und schaust, ob sie durchspringt. Das machst du wie folgt. Du sagst dann, kannst etwas sagen wie, so, jetzt habe ich dir so viele Fragen gestellt, jetzt bist du dran, stell mir eine Frage. Und eine zweite Möglichkeit, die du machen kannst, kannst sagen, so, jetzt habe ich dir ein Kompliment gemacht, jetzt bist du dran, mach du mir ein Kompliment. Mach mir ein Kompliment, komm, zeig mir irgendwas, gib mir irgendwas, was ich hören möchte. Und dann siehst du gleich an der Reaktion, ob sie interessiert ist oder nicht. Wenn sie interessiert ist, wird sie sich jetzt bemühen und eine Frage stellen. Wenn sie tendenziell nicht interessiert ist, wird sie sagen, ja, keine Ahnung, mich interessiert eigentlich gar nichts, sagt sie entweder so, oder ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Dann ist es auch schlecht, weil du willst der Frau signalisieren, hey, schau mal, das ist keine One-Man-Show. Ich texte dich seit 5 Minuten hier zu. Ich gebe dir sogar Möglichkeit, mach kleine Pausen, dass du ins Gespräch investieren kannst, tust du aber nicht. Und jetzt gebe ich dir die Möglichkeit aktiv. Und wenn sie das tut, dann cool, dann bleib auf jeden Fall dabei, dann mach weiter, dann war die Frau einfach nur ein bisschen unsicher oder ist, braucht einfach noch ein bisschen Vertrauen oder ist einfach grundsätzlich eher devot und schaut immer das, auf das, was du machst, anstatt selbst sehr expressiv zu sein. Das kannst du dann machen halt. Ne? Und wenn die jetzt aber halt sagt, nee, mir fällt kein Kompliment ein oder sie sagt vielleicht sogar, du bist nicht mein Typ, ja, dann kannst du auch nichts machen. In der Regel kommt dann auch etwas wie, ja, also eigentlich habe ich einen Freund und so, dann, ja, okay, dann weißt du auch, was Sache ist. Wenn du dir auch unsicher bist, ich habe das schon öfters mal erwähnt, kannst du auch einfach deine Nummer ihr geben. Kannst sagen, hey, weißt du was, also wenn eben zu wenig von ihr kommen, ich muss auch gleich weiter. Ich lasse dir einfach meine Nummer da. Wenn du Bock hast, melde dich, dann machen wir mal einen Spaziergang und trinken, schlürfen grünen Tee. Das kannst du ihr sagen und dann wirst du ja sehen, ob sie sich meldet oder nicht. Die dritte Sache ist natürlich das Abchecken. Das heißt, dass du leicht sexuelle Anspielungen bringst und genau schaust, wie die Frau darauf reagiert. Das hat zwei Effekte. Zum einen wird die Frau noch mehr merken, okay, der will tatsächlich flirten mit mir, der ist sogar ein bisschen frech, das ist gut. Und zum Zweiten, anhand der Reaktion siehst du, ob sie dem da auch mitgeht dann oder nicht. Halt, ne? Wenn du zum Beispiel sagst, wenn ich zum Beispiel sage, was machst du sonst so, wenn du nicht mit mir gerade am Flirten bist, dann sagt sie, flirten wir schon halt, ne? Gutes Zeichen. Wenn sie sagt, ich flirte gar nicht mit dir, schlechtes Zeichen. Wenn sie es einfach ignoriert oder gar nichts sagt dazu, sondern einfach sagt, ich mache gerade das und das oder ich muss noch da und da hin, dann hat sie das einfach registriert, dass du das gesagt hast, aber geht darauf nicht ein, das ist auch schlecht. Also wenn du ein Abcheck-Element bringst, zum Beispiel sagst, was machst du sonst so, wenn du nicht mit mir am Flirten bist und sie ignoriert es oder sie findet das sogar schlecht, indem sie die Augen verdreht oder so, natürlich, das ist ja klar, dass sie dann weniger interessiert ist, aber auch wenn sie es ignoriert, ist auch ein schlechtes Zeichen. Also die muss positiv reagieren. Es gibt noch andere sexuelle Anspielungen, die du bringen kannst, zum Beispiel nach dem Job fragen und sagen, hey, halt, sag's mir nicht, ich wette, du bist Krankenschwester, ich kann mir dich voll gut vorstellen, High Heels, Minirock, roter Lippenstift und Hütchen auf dem Kopf. Und dann sagt sie, nein, wo kommst du denn darauf? Ja, weiß auch nicht, woher ich diesen Gedanken habe, dass Krankenschwestern so aussehen. Und dann sagt sie so, ich kann mir schon vorstellen, woher du diesen Gedanken hast oder woher du dieses Bild hast. Und dann meinst du so, okay, woher denn? Also dann demaskiert sie sich ja selbst, dass sie solche Pornos oder dass sie etwas in die Richtung mal gesehen haben muss. Halt, ne? Und das ist dann wieder ein Flirt halt. Ne?
Das sind so Sachen. Du kannst dann selber eigene Sachen finden. Ich würde mir wünschen, dass du unter dem Video schreibst, was eine sexuelle Anspielung ist. Und ich gebe dir einfach, wenn ich das gut finde, einen Daumen nach oben bzw. ein Herzchen. Dann siehst du, dass ich es gelesen habe und für gut befinde. Wenn du kein Herzchen bekommst, dann musst du davon ausgehen, dass das nicht keine gute sexuelle Anspielung ist, weil es einfach zu plump zum Beispiel ist oder weil es einfach zu nett ist und nicht wirklich eine sexuelle Anspielung. Also das kannst du auch immer mit einweben beim Flirten, beim Ansprechen, sexuelle Anspielung und schauen, was, wie sie darauf reagiert. Halten wir nochmal fest. Woran erkennst du, dass eine Frau tatsächlich mit dir flirtet oder einfach nur nett ist? An ihrer Körpersprache, ja, wie ist sie dir zugewandt oder nicht? Dann an ihrem Investment, ja, Investment Level, wie sehr ist sie daran interessiert, das Gespräch auch fortzuführen? Wie sehr zeigt sie dir, dass sie mit dir im gleichen Boot sitzt und Gegenfragen stellt? Und das dritte Punkt ist, wie reagiert sie auf Upcheck-Elemente? Wenn du sagst, hey, das klingt alles schön und gut, aber ich traue mich einfach nicht, Frauen anzusprechen oder die Frauen, die ich anspreche, irgendwie, ich schaff's da nicht, die Frauen rennen alle weg, die wollen nichts mit mir zu tun haben oder es kommen zu wenige Dates rum. Ich würde gerne auch ein Datingleben in Fülle führen und nicht irgendwie so der Bittsteller sein wollen, dann kann ich dich gerne dabei unterstützen. Unter dem Video ist ein Link zum kostenlosen Analysegespräch oder oben rechts bei dem i. Da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir und zeige dir Schritt für Schritt, wie wir das gemeinsam umsetzen können. Bis zum nächsten Video.